Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich würde jetzt gerne mit euch schauen, was die kommende Woche bereithält. Bitte nehmt nur das mit, was euch ein Beitrag ist. Lasst alles andere hier. Nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schaut auch einfach nochmal bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen nach oder bei eurem Aszendenten. Der ein oder andere geht damit vielleicht ein bisschen mehr in Resonanz. Ja, und wichtig ist mir auch immer noch zu sagen, Karten sind Tendenzen und bitte, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Und wenn du Interesse hast an einer persönlichen Legung, dann melde dich doch gerne bei mir. Nähere Informationen dazu findest du im Infokanal. Meine lieben Widder, wir schauen jetzt in die KW 43, das ist die Woche vom 23. bis 29.10. Und ich werde mit den wunderschönen Tarotkarten nach einer Hauptenergie für euch im Kollektiv der Widder fragen. Was ist hier am beitragendsten im Kollektiv der Widder zu übermitteln? Wie starten die Widder in die Woche? Beziehungsweise welche Energie zieht sich hier so durch die Woche? Was ist hier wichtig im Kollektiv zu übermitteln? Was ist den Widdern am beitragendsten? So, da fällt die erste Karte. So, dann schauen wir mal. Das ist der Eremit, ja. Hier geht es viel darum, ja, allein zu sein. Im Prinzip so seinen Weg zu finden. So wie dieser Mann hier mit dieser Laterne, der hier irgendwo durch den Schnee geht und ja, für sich einen eigenen Weg finden muss. Erkenntnisse für sich finden muss, ja, vielleicht auch sich ein Stück zurückziehen, ja, zur Ruhe kommen, Altes neu loslassen, um Neues zu finden. Ja, hier geht es um Distanz, um wirklich seinen eigenen Weg zu finden. Ja, liebe Widder, da wollen wir mal gucken, in welchem Bereich, um was das denn hier sich bei euch im Kollektiv dreht. Ich frage jetzt mit den wunderschönen Lenormand-Karten. Ich weiß für einige, sie sind schon alt, aber ich arbeite damit täglich und von daher, sie haben so eine tolle Energie. Ich möchte sie einfach nicht tauschen im Moment. Ich werde es irgendwann mal tun, aber im Moment, solange man es noch erkennen kann, finde ich, geht es. Die Energie ist das Wichtige beim Kartenlegen. So, wir gucken mal. Wenn ihr aber Interesse habt an den verschiedenen Kartendecks, dann schaut euch doch auch gerne mal das Video dazu an, was ich gedreht habe zu den verschiedenen Karten, die ich benutze. Findet ihr auch bei den Videos. So, wir fragen jetzt im Kollektiv. Wow, da fällt schon die erste. So, der Schlüssel. Oh, ihr werdet den Schlüssel finden. Dann schauen wir mal, um was für einen Schlüssel es hier geht. So, ihr Lieben, da wollen wir mal gucken. Und dann hätte ich gerne noch eine zusätzliche Information, da fällt sie gleich schon. Aber wir nehmen nur die oberste, die unterste packen wir weg, weil die sich nur zeigen wollte. Hier haben wir die Hohepriesterin, ja. Seinen eigenen Überzeugungen treu bleiben. Ja, auch zuversichtlich hier diesen Weg zu gehen, ja. Zu gucken, wo geht's hin. Hier geht's um neue Wege. Man hat hier anscheinend zwei Wege. Die Eulen sprechen immer für die Anzahl zwei. Ihr geht es um einen neuen Weg finden bei euch. Ja, im Prinzip steht ihr im Moment im Dunkeln. Ihr wisst gar nicht, ihr fühlt euch alleine, verlassen, zum Teil im Kollektiv. Vielleicht ist auch eine freiwillig gewählte Einsamkeit mit dem Eremit. Aber ihr werdet hier anscheinend neue Wege finden. Ja, hier geht es um wirklich Vertrauen auch zu haben, Zuversicht, ja. Ich spüre mich noch mal rein. Hier geht es auch um zwischenmenschliche Sachen. Hier geht es um Vertrauen haben, gegenseitiges Vertrauen. Wir schauen mal, wir gehen mal zusammen in die Deutung. Also, am Anfang der Woche fühlt ihr euch hier so ein bisschen noch, ja, ich sag's mal ganz, wie es reinkommt von der Energie, verlassen. Ihr wisst noch gar nicht, wo geht der Weg hin. Ihr versucht aber mit der Lampe auf jeden Fall weiterzukommen, euren Weg zu suchen. Ihr werdet hier auch
den Schlüssel finden. Es hat was mit einem Vertrag oder einer Beziehung zu tun bei euch, ja? Ihr werdet hier irgendwelche Nachrichten bekommen für neue Wege oder ihr selbst sendet irgendwelche Nachrichten aus für neue Wege, weil ihr habt hier zwei Wege liegen, also der Weg nach links und der Weg nach rechts. Welchen geht ihr? Hier geht es um einen Neuanfang, der gelingen soll. Mit den Blumen, der spricht immer für Gelingen, für etwas, was am Ende gut wird, ja? Also ihr kommt aus einer schweren Zeit und geht in eine, ja, Zeit, wo ihr wirklich euch treu bleibt, wo ihr selbst zuversichtlich in die Zukunft schaut. So, wir schauen mal, welche Seelenbotschaft kann ich denn den lieben Widdern im Kollektiv hier nochmal übermitteln? Was ist für diesen Prozess bei den Widdern, um den es geht, beziehungsweise um diese zwei Wege, wo sie sich entscheiden können, wichtig? Jeder im Kollektiv weiß, um was es hier für Wege geht. Ob es eine Partnerschaft ist, ob es eine Freundschaft ist, ob es etwas mit dem Beruflichen zu tun hat. Whatever, ihr wisst, um welche zwei Wege und welchen Neuanfang das geht. Ihr werdet den Schlüssel in der Woche dazu finden. Und wenn ihr ihn benutzt, wird es euch hier anscheinend auch ins Gelingen bringen. So, eine Seelenbotschaft für die lieben Widder für die kommende Woche. Was ist hier am beitragendsten? Was darf ich im Kollektiv der Widder übermitteln? Da hat es gestoppt. Überwinde dich. Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Wenn du es aus Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft verloren gehen. Eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung, whatever, ja. Du musst anscheinend hier diese Wege entscheiden und du musst den Weg gehen. Und du musst dich aus deiner Dunkelheit befreien, aus dem, was du willst oder nicht willst. Spannende Energie, liebe Widder. Ich glaube, ihr werdet hier gefragt sein, euren Weg zu finden diese Woche. Wie auch immer er aussieht und in welchem Bereich er ist. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen ein Prozess in sich selbst. So, wobei im Kollektiv ich eher wahrnehme, es um Beziehungs- und freundschaftliche Themen oder berufliche Themen geht, wo es um neue Wege geht. So, ich hätte gerne mit den Energieportal-Aktivierungskarten eine Energie für die Widder. Was ist in der kommenden Woche am beitragendsten hier? Da hat es gestoppt. Erdinnere, Wurzelchakra, Stärke und Sicherheit, Fundamente legen. Ihr Lieben, ihr müsst hier eure Fundamente legen. Ihr müsst hier das Fundament für die neuen Wege legen. Es ist eure Aufgabe, euch zu überwinden, aus dieser Dunkelheit, aus dieser Unklarheit rauszugehen. Für die einen oder anderen, die wissen ganz genau, um was es hier geht. Spannend. Ich glaube, die meisten im Kollektiv wissen am Anfang der Woche schon, um was es hier geht. So, wir schauen mal, welche Kraft hier ist hier am beitragendsten, beziehungsweise welche Botschaft darf ich für diesen Prozess, den der Widder hier für sich gehen kann, muss, darf, übermitteln. Ihr seid natürlich alle selbst verantwortlich für euer Leben. Das Karten zeigen immer nur Tendenzen auf und ja, ob ihr das dann tut oder nicht, ist natürlich euch selbst überlassen. Das nur noch mal so als kleiner Hinweis für euch. So, ein Krafttier bzw. eine Botschaft eines Krafttieres für die Widder im Kollektiv. Was ist für die kommende Woche am beitragendsten? Da hat es gestoppt. Schauen mal, den Adler. Neue Perspektiven einnehmen. Überblick bewahren, unvoreingenommen und frei sein. Hier geht es um eure eigene Freiheit, ja. Hier den Überblick zu haben in die übergeordnete Ebene, in diese Metaebene zu gehen, ja. Und neue Perspektiven sich schaffen. Neue Perspektiven, neue Wege. Es schließt sich der Kreis, ihr Lieben. Ihr wisst, um was es hier geht.
bei jedem Einzelnen. So, wir schauen nochmal. Was ist hier eine Botschaft von den Engeln, beziehungsweise welcher Engel begleitet euch in diesem Prozess? Beziehungsweise welche Botschaft ist euch hier im Kollektiv der Widder am beitragendsten? Sie wollten beide raus, wir nehmen sie jetzt auch beide. Ich habe es gespürt, sie konnten sich nicht entscheiden. Ich nehme als erstes Shanti. Ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanften Weg. Leute, ich kriege Gänsehaut, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier geht es um Ruhe. Ruhe von dem Ganzen, was ihr hier im Eremit, diese Unruhe, diese schwere Zeit, die viele wieder im Kollektiv hatten, ja, die jetzt aufgelöst werden kann durch euch selbst. Ihr findet den Schlüssel. Für viele hat es mit Partnerschaften, Verträgen, mit einem Gegenüber, kann auch für einige im Freundschaften, aber ich glaube, für viele geht es hier um Partnerschaft, ja, Partnerschaft im Sinne von Liebe, von Beruf, von Freundschaft zu tun, wo neue Wege gegangen werden können, wo im Moment noch Unruhe ist, wo Kommunikation rein muss, ja, wo Nachrichten kommen. Aber ich habe das Gefühl, ihr müsst euch überwinden, hier wieder etwas in Bewegung zu bringen. Spannende Energie. Indriel war dann der zweite Engel. Du bist ein Lichtarbeiter, lass göttliches Licht und Liebe auf die Erde und ihre Bewohner strahlen, wie ein Engel, Gott braucht dich dafür. Ja, also das sagt auch nur wiederum aus, es geht um liebestechnische Dinge. Bei vielem im Kollektiv spüre ich, dass es um neue Wege, um zwei verschiedene Wege, um neue Anfänge in der Liebe geht, wo ihr euch aus Alten befreien könnt, wenn ihr das wollt. Um wirklich dann hier in der Liebe, in Gottes Segen, in Heirat, gegenseitiges Vertrauen zu gehen mit dem Hierophanten. Das ist eine Mega-Energie, die ihr hier nutzen könnt, wenn ihr das wollt. In dem Sinne, liebe Widder, wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, es gerne auch kommentiert, gerne teilt. Mein Kanal ist noch recht neu und ich noch mehreren Menschen ein Beitrag sein kann. In dem Sinne hoffe ich, sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal. Schau dir auch gerne deine Monatslegung auch an für Oktober noch oder für den November, die ist auch schon draußen. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, ihr lieben Widder. Bis bald, eure Sophia. Tschüss.